Zweiter Teil Keukenhof 2024. Um 5.25 Uhr geht heute Morgen los. Das ist ja auch eine tolle Ecke hier. Versuche ich mal mit der Kamera darüber zu gehen. Darf ich mir jetzt keinen Fehltritt erlauben? Hat doch geklappt. Die Leute scheinen sich anzustellen. Ach, jetzt weiß ich auch warum. Im Vorgängervideo bin ich auch schon mal darüber. Blumenzwiebelzüchter haben den Park ins Leben gerufen. Was für intensive Farben wir haben. Der Park, der ist seit 1959 der Öffentlichkeit zugänglich. Einfach spitze. Immer wieder schön die Kaiserkronen. Für diese Blumenzwiebeln, da gibt es 100 Hoflieferanten. Toben sind natürlich die meisten hier, aber es gibt Narzissen, Hyazinthen und Kaiserkronen. Und sehr viele Traubenhyazinthen. Ja.
Ist das nicht farbenfroh? Hier lohnt sich der Eintritt wirklich. Jetzt bin ich gleich am Gewächshaus Beatrix. Einfach herrlich. Der Weg führt es in Richtung Windmühle. Einfach toll, auch hier mit dem Blauregen. Ah, da haben wir sie ja, die Windmühle. Mal schauen, ob ich da raufkomme. Nee, keine Chance, da muss man sich zu lange anstellen. Zwischen den Tulpenfeldern gibt es so Kanäle, da kann man mit dem Schiff fahren. Hier an der Windmühle unterhalb gibt's los. Ich muss immer die Uhr im Auge halten. Bei so vielen schönen Tulpen, da vergisst man die Zeit.
Hier sind so Aussichtspunkte. Das hier ist auch eine sehr schöne Ecke. Auch eine tolle Stelle hier. Hier auf dem sandigen Boden wachsen die Tulpen besonders gut. Auf die Wiese zu lesen, noch ein bisschen kalt. Das ist das Gewächshaus Wilhelm Alexander. Da gehe ich nachher mal rein. In der Nähe ist auch der Streichelzoo. Da haben wir ja herrlich diese Laufenten. Guck mal, es kommt hier schon gerade am Kopf. Schreien schon gerade am Kopf. Da haben die Kinder Spaß. Weiter durch geht es zum Springbrunnen. Nochmal ein Aussichtspunkt. Der fängt ja ganz klein an. Dann kommen nur mehr Düsen dazu. Es dürfte eine Menge Arbeit sein, die so zu schneiden.
Hier ist doch gleich das Ende vom zweiten Teil. Aber es kommt ja noch ein dritten. Bis dann.